Dick darf ja nicht lügen. Wir fahren jetzt auch weg hier. Oh Mann, ey. So, wo ist denn das Eierangerhanger? Steht der Wutz hier irgendwo? Den lese ich vor. Rico, was gab's zum letzten? Hallo, herzlich willkommen zu den Testoleros. Ja, moin, moin. Und was gab's zum letzten Video überhaupt eigentlich? Willkommen und zurück. Welcome back. So. We are back. Achso, hab ich noch ja nicht gezeigt. Müssen wir nachher noch sagen. Zwischendurch trinken wir natürlich immer noch einen Bitburger 0,0. Wieso das denn? Naja, weil... Gerade eben hast du gesagt, du darfst nicht lügen. Psst. Hier, machen wir mal einfach so. Weil wir Sportler sind. So, im letzten Video gab es... Das war jetzt der Witz des Tages. Im letzten Video gab es Festbier von Gessner. War gut. Silber. Glorik. Ja, ja. Na klar, guckt euch das Video an. War richtig geil. Und danach wurden wir gestört und konnten nicht weiter drehen. Und dann war Jensi traurig. So, und jetzt gibt es? Eierangerhanger. Eierangerhanger. Genau, das da. Na, ich schenke Verpackung. Ja, stell mal vor, steht ja alle drauf hier. Franz Inselkammer und Franz Inselkammer Senior. Wir grüßen den Martin Franz. Goldmedaillengewinner 2019 bei der Frankfurt International Trophy im Bereich Biere untergärig, German Style, helles Lager. Krass. So wie bei den World Beer Awards 2020 in der Kategorie Lager. Also das Ding hat schon ein paar Preise gewonnen. Ah, Zutat gemäß bayerischen Reinheitsgebot. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. Das ist sogar noch gültig. 6. Dezember 2024. Eyinger Privatbrauerei aus, man glaubt es nicht, aus Eying. Tatsache, ja. Ist ja der Wahnsinn. So, das gibt es in dieser schönen Geschenkverpackung. Da sind drin ein Glas und 5 Bierpullen. So, dann holen wir nochmal das Glas raus. Schick. Dann werden wir es gleich mal eingießen. Aber vorher, der Preis ist heiß, das war teuer. Ich hatte auch noch was zu sagen zum Eyinger. Na dann erzähl mal. Es ist ein Familienbetrieb, seit 1878 existiert der Familienbetrieb und in jeder Flasche steckt das bayerische Tradition. Da sind die ganz, ganz doll geil drauf, deswegen steht da auch drauf bayerisches Reinheitsgebot und nicht deutsches. Und das Brauwasser ist vielleicht noch interessant, stammt aus einem hauseigenen Tiefbrunnen. 176 Meter Tiefe hat er. Aha. Ja. Und das sichert natürlich einen einzigartigen Geschmack. Wenn du darin fällst, dauert es eine Weile. Ja. Sehr schön. Gut. Preis heiß. Teuer, ja. Oder teuer. Teuer. Geht es jetzt um das Geschenk? Was für ein Geschenk? Geschenkbox da. Ach so, geschenkt ist natürlich am preiswertesten, ne? So. Ja. Aber wisst ihr jetzt den Preis noch, oder? Ne, hab ich vergessen. Okay, teuer. Ja, also, hab ich dir die nicht hier irgendwo hingepackt? Ja, bestimmt. Dingens. Ja, wie auch immer, das gibt's unter anderem Getränkeland. Spielt ja für unser Protokoll jetzt kein, nicht die Bohne, wie teuer das ist. Passiert ja nicht. Gibt's bei Getränkeland. Ja. Und bei Gag in Blumengag bestimmt auch. Auspacken oder wegpacken? Willst Trinkhofmann. Du das Normalkalte, also das für Rentner kalte oder das Kühlschrankkalte? Naja, du nimmst bestimmt das Kühlschrankkalte, also nehme ich das für Rentner. Bin ja ein bisschen näher an der Rente. So. Das kommt drauf an, ob man was für eine. Naja, ist egal. Ja, ich denke mal, bei uns ist die Frage, ob man die Rente überhaupt noch erreicht. Oh, warte. Ach. Ja, genau. Ja, guck mal auf deine eigene. Also, Entschuldigung, bitte. Ja, man sieht also, die haben Bock auf Bayern. Das sieht man hier im Wappen.
gebaut nach dem belgischen Rhein, ja, wie schon gesagt. Das ist ganz schön schlicht. Ist ein helles Lager. Wirklich, ne? Nichts Besonderes. Der Kronkorken ist bunt. Mir gibt einen Punkt. Ja, das war's dann aber schon. So, jetzt. Warum bist du denn so aggressiv? Ich habe gesehen bei WhatsApp. Ach, bei WhatsApp. Bei Amazon gibt es jetzt auch andere Cap Guns. Echt, ja? Die Cap Guns habe ich bei Amazon gekauft. So wie es verlinkt jetzt hier. Und es gibt jetzt viel hässlichere. Die sind einfach so viereckig vorne. Ganz schön stumpf so. Also haben sie es verschlimmbessert. Ja. Na, von einer anderen Firma nehme ich auch an. Woher hast du genau das? Genau da, wo ich hin. Dann hab ich mal was bestellt. Ach so. Biere Berlin, über 400 Biere aus aller Welt. Mhm. www.bier-berlin.com. Was ist drauf? Der Tiger, das haben wir auch schon mal getrunken. Na, Lucky Buddha ist auf der anderen Seite. Das haben wir noch nicht getrunken. Tiger, Mythos, also das griechische Bier, ne? Perone. So, wie sieht's denn 1664? Jetzt aus? 64, okay. Trinkst du aus dem Glas hier? Ja. Oder willst du? Nee, mach mal. Gut. Rico hat eine Geschenkbox gekauft, da ist bloß eh ein Glas drin, der Iolis. Ach ja, dann kann ich jetzt mal diesen hier machen, wa? Alter, da kann ich ja voll machen. Ein schöner Tod für die Fruchtfliege. Mhm. Mann, da ist ja richtig was los. Was ist denn für ein dreckiges Glas? Das hat richtig Power. Der Schaum, der ist noch da. Also, das ist ja richtig dreckig. Junge, Junge. Also, der guckt dir mal an, wie sich das hält. Das geht schön von unten nach oben. Also, naja, was soll ich dazu sagen? Besser geht's ja gar nicht. Hm? Ja, man könnte jetzt zu viel geben, man könnte auch sagen, das ist ihnen zu hell. Aber ich finde das auch, eben 4 Punkte. Jo. Prost! Trinkst du gleich den Uhr, ja? Mhm, damit er weg ist. Boah, sehr süßlich, ja? Ja, sehr süßlich. Aber nicht unangenehm süßlich. Ist schon ganz schön dünn auch. Ja. Ist halt eine helle, ja. Das ist flüssig, wie dünn soll es nur sein? Meinst du vom Geschmack her oder was? Ist auch noch haltbar. Ja, vom Geschmack her dünn. Naja, der ist nicht würzig. Nicht. Nee. Hm. Enrico schmeckt bestimmt ein bisschen Zitrone. Ja. Ganz genau. Ja, also. Aber mehr habe ich jetzt nicht so wirklich drin. Ne? Das ist ja, also wir haben ja schon milde Helle zum Beispiel das Bereuter getrunken. Ne? Aber das Bereuter, das hat mehr. Aber auch noch nicht getestet. Müssen wir noch machen. Ach so? Gut, dann müssen wir es noch machen. Aber das Mönchsohfeld zum Beispiel, das haben wir schon getestet. Ja, ja. Und das hat mehr, das ist kräftiger, das hat mehr Charakter. Ja, ne? Ja. Das ist halt ein mildes Bier. Das ist ja wohl sowas für die, die nicht so gerne herbe Sachen wollen oder die mal mit einem Bier anfangen möchten. Das ist ein sogenanntes Frauenbier. Einsteigerbier. Mhm. 9 Punkte. Das 1664 ist so ähnlich. Obwohl das 1664 zitroniger ist. Kenn ich nicht. Nee, haben wir auch noch nicht getestet. Ich hab's aber schon getrunken. 9 Punkte? Ja.
Special Points. Familientradition. 176 Meter Tiefbrunnen als Quelle. Und bayerische Dreinheitssymbol. Von mir aus. Also ein Punkt oder zwei? Ach, zwei. Deutsche Dreinheitsgebot? Nein, bayerische. Tja, den können wir keinen Punkt geben. Ne, dafür haben sie einen extra Punkt gekriegt. Uwe. Nein, den hat ja schon, der ist ja schon weg, bei mir zumindest. Den kannst du ja nicht beurteilen. Aber ist kann, ja jetzt da unten zum Teil. Kann ja durchaus sein, dass er, wenn du schnell genug trinkst, dass er dann doch da ist. Hast du noch einen Witz? Hier, aus deinem Witzebuch hier, der Testoleros Witzebuch, reißt das doch mal auf. Jetzt sind Weisheiten. Jetzt sind eine Weisheit vorher. Hä? War ist das eine Weisheit oder ist das ein Witz? Manchmal kenne ich den Unterschied nicht. Hier die Fruchtfliegen rum. Christoph ist da. Okay. Ein Mann kommt um 2 Uhr nachts betrunken nach Hause. Die Frau: Du wolltest doch nur 2 Bier trinken und um 10 zu Hause sein. Der Mann: Sorry, habe ich verwechselt. Hm? Hack ich ab. Hm? Spreche durch. Und jetzt kommt eine Bierweisheit. Ach. Warte, warte. Der weise Biertrinker sagte mal. Ich glaube, wir brauchen bessere Witze. So. Hey, Hopfen und Malz ab in den Hals hatten wir schon, ja? Ja. Geil. Der Kopf tut weh, die Füße stinken. Höchste Zeit, ein Bier zu trinken. Ja. Prost. Prost. Den, haben wir überhaupt angestoßen? Den finde ich besser als der Witz. Das ist ja schlecht. Doch, wir haben angestoßen. Guck mal, ja, wen haben wir denn grüßt dabei? Ach ja. Was sehen zum Grüßen? Wiss ich nicht. Hm. Bier Bernd. Bier Bernd. Kotzkalle. Kotzkalle auch mit. Suff Sven. Naja, ist nee? Gut. Warte nur. Naja, wir grüßen. Wir grüßen irgendwen, den Weihnachtsmann. Wir grüßen die Biertrinker-Union. Ja. Gibt's die, ja? Aber mit Sicherheit. Wollen wir eine Partei gründen? Die gibt's auf jeden Fall. Die Bierpartei. Ich hab hier noch Fakten. Und eine blöde Frage. Welche Biersorten sind 2024 im Trend? Also dieses Jahr. Na, die mit Alkohol. Stimmt schon mal. Aber mit viel... Oder wenig? Mit wenig, schätze ich mal. Ja. Im Jahr 2024 erfreuen sich besonders alkoholfreie Biere. Was? Experimentelle Source and West Coast IPAs großer Beliebtheit. Hä? Also bei uns auf dem Kanal nicht, aber wahrscheinlich bei jedem anderen Menschen. Hm. Auch leicht trinkbare Lagers und Biere mit niedrigem Alkoholgehalt, wie du gesagt hast, liegen im Trend. Da immer mehr Konsumenten Wert auf Genuss mit weniger Alkohol legen. Aber Genuss und Alkohol, das ist doch eine Symbiose, oder nicht? Eine Einheit. Ach so. Mhm. Naja, klar. Ich meine Wodka? Das ist hier ein Bierkanal. Ja, naja, ich sag das mal. Ein Testkanal. Wir testen. Wir testen ja Sachen. So, Uwe, war mal noch nicht so weit. Zwischen Wodka und Milz passt immer noch ein Pilz. Nicht? Doch. Gut. Weiter. So, was? Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? Das ist genau derselbe nochmal hier. Den gibt's beim nächsten Mal. Gibt kein Uwe, ne? Naja, bis jetzt nicht. Also ich hab's schon mal getrunken, es gibt auch keinen Uwe. Da wird keiner kommen. Aha. Hast du dich schon mal selbst gespoilert, ja?
Foreshadowing. Weil ich so aufgeregt bin. War. Hast schon wieder gezittert, wa? Ja, Mann, Wake-up-Faktor? Nee. Denke ich auch. Ein schönes Silberbier. Wie spricht man denn aus in Bayerisch? Eiger. Ja. Ne? Silber. Ja. Was würdest du sagen im Vergleich zum Gessner Festbier, was es im letzten Video gab? Könnt ihr euch mal reinziehen? Besser. Ganz knapp schlechter. Echt? Ja. Das Gessner Festbier hat 21 Punkte gekriegt. Okay. Und das 21. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Muss doch Volkskrankheit sein. Was? Ja, Silber. Ja, schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, baby. Einer bayerisches Bier in der Familientradition. Ja, mit tiefen Tiefbrunnen. Und Preise gewonnen. Sehr schön. Das ist ein, finde ich, ein entspanntes Einstiegsbier. Ja. Ja. Anders ist man das nicht aus Bayern gewohnt, da gibt es wenigstens Silber und das war dann. Sonst geht es nur nach oben, das ist ganz klar. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das, wenn man das hier Zapf trinkt, natürlich einige Punkte steigt. Das ist verständlich. Ja, ja, klar. Da kann man sogar mal einen Rostocker trinken. Ja, ja. Da ist er, ja, ja. Ja, ja, jetzt leck mich am Arsch. Das wird bestimmt rausgepiept, oder? Nee, gib mir eine Strauß. Aha, was ist denn bitte? Wir schneiden jetzt nicht mehr. Das hast du denn da mitgebracht? Was ist das? Ein Eihänger. Ach, hör auf. Nee, ein buntes Eihänger. Warst du im Wald oder was? Frühlingsgenuss. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Sag du mir, wie das heißt. Pilze gesammelt. Rico hat es mitgebracht. Frühlingsgenuss. Tatsache. Viechtacher Bier. Also, wir haben Herbst und bald Winter. In 2,5 Monaten ist schon wieder Weihnachten und wir trinken erstmal Frühlingsgenuss. Oh, Entschuldigung. Gut, Leute. Habt ihr gehört? Rico hat gesagt, ihr sollt bitte den Kanal abonnieren. Holt aus. Und liken und kommentieren. Abonnieren, kommentieren, probieren, analysieren und wir lesen uns eure Kommentare hoch durch. Und wir schreiben auch eine Liste. Also von wegen hier Biere testen und so. Wir haben bloß Probleme, bei manchen Bieren da ranzukommen. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist schwierig, aber nicht unmöglich. Genau. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber irgendwann, ne? Was lange währt, wird gut. Rico kümmert sich schon. Na, ich muss wieder zu meinem Dealer des Vertrauens. Ja. Trinkeland. Haut rein.